Q1 und Q2, die können nicht äquivalent sein. Ja, dann gucken wir uns die Definition nochmal an. Zwei Zustände sind genau dann äquivalent, wenn für alle Wörter gilt, dazu gehört auch das leere Wort, dass sie sich identisch verhalten. In dieser Situation hier oben, wenn ich beispielsweise das leere Wort Epsilon nehme, wenn ich von Q1 aus loslaufe, das leere Wort verarbeite, dann passiert natürlich nichts, dann bleibe ich in Q1, das heißt, dann lande ich in einem finalen Zustand. Wenn ich das von Q2 aus mache, dann lande ich in einem nicht finalen Zustand. Das heißt, finale Zustände und nicht finale Zustände können niemals äquivalent sein. Q1 und Q2 sind nicht äquivalent. Gucken wir uns mal an die Zustände Q2 und Q4. Ja, bezüglich Epsilon verhalten sie sich gleich, sie sind beide nicht final. Aber wenn ich beispielsweise bei Q2 einen A verarbeite, lande ich in Q6, der ist nicht final. Und wenn ich in Q4 einen A verarbeite, lande ich in einem finalen Zustand. Also die lassen sich beide durch das Symbol A unterscheiden und sind somit auch nicht äquivalent. Und wenn ich mir jetzt beispielsweise hier noch angucke, Q4 und Q5, bezüglich A lassen sie sich nicht unterscheiden. Ja, Q4 landet mit einem A in Q1 finaler Zustand, Q5 landet mit einem A in Q3 finaler Zustand, mit einem B lassen sie sich auch nicht unterscheiden, weil da landen sie beide in dem gleichen Zustand, Q6, der nicht final ist. Wie sieht das aus, wenn ich weitere Wörter verarbeite? A, B beispielsweise, dann laufe ich wieder raus hier. Problem ist jetzt eindeutig zu sagen, dass die beiden äquivalent sind, weil in der Definition des Äquivalenzbegriffes steht, wir müssten jetzt im Prinzip für alle Wörter zeigen, für alle Wörter W, davon gibt es unendlich viele, verhalten sie sich immer gleich. Ja, das ist irgendwie die Schwierigkeit, die wir jetzt haben. Q4 und Q5, ich schreibe das mal so hin, lassen sich mit keinem Wort W bis Wortlänge, ich könnte jetzt noch weitere ausprobieren, das mache ich aber nicht, einfach bis Wortlänge 2 unterscheiden. Also wir können noch nicht gesichert sagen, ob die wirklich äquivalent sind, denn wir müssen das identische Verhalten, also dass sie sozusagen im finalen und nicht finalen Zustand landen, für alle Wörter feststellen, überprüfen. Ja, und für eine unendliche Menge alles zu überprüfen, das kriegen wir so erstmal nicht hin. Das heißt, wir müssen uns da gleich noch ein paar Gedanken zu machen.